Wumsi hat übrigens auch eine sehr lustige Idee, die ich so in der Art vorhin auch schon irgendwie hatte, aber dachte, das ist vielleicht schwierig, das da dort zu realisieren. Und zwar, wir könnten im End einen fetten Reaktor bauen und den Drachen damit sprengen, falls das geht. Okay. Das Problem ist, wir müssen den da erst bauen. Also wenn es ein Reaktor ist, der sehr schnell gebaut ist, dann lasse ich mich darauf ein, ihn zu sagen, wir sprengen ihn dann wieder. Aber jetzt ein Reaktor, der irgendwie 5 Folgen, 3 Folgen, was weiß ich, braucht, nee. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird, aber es könnte eine Zeit lang dauern, ja. Das ist richtig. Wir könnten natürlich einen Roboter programmieren, der immer hinfährt und. Ihr habt aktuell momentan alle 5 rote Herzkanister, oder? Jupp. Okay. Ich glaube ja. Gut. Was war das? Fletching. Ah, genau. Haben wir Slimy Leaves? Soweit ich weiß, nein. Das Ding hieß doch Kanister. Da. Verdammt. Slimy. Slimy Sapling. Ich muss mal kurz Slime anpflanzen für die nächsten. Slime müssen wir doch theoretisch da haben. Nein, nein, ich brauche die Bäume. Achso. Für die Leaves. So. Weiß gar nicht, kann man die bauen mehlen? Wow! Die habe ich jetzt nicht gerechnet. Da brauchen wir noch ein paar Knöchelchen. Und davon brauchen wir auch noch 10 Stück. Ich glaube, die konnte man nämlich nicht Bone Meal, drum wächst mal eine Runde. So, komm, schneller, schneller. So. Okay, und jetzt noch einmal ins Greenhouse. Gießkanne. Watering Can. Ha, da ist sogar noch eine. Vielleicht geht dir. Die Gießkanne? Könnte gehen. Übrigens, das da hier und das da hier gehört in meinen Rucksack. Mensch. Den Rest können wir da lassen. Oder nicht. Okay. Oder nicht. Oder nicht? Keine Ahnung. Musst du wissen. Das packen. Ach gut. Die kommen ins System. Das kommt dahin. Natürlich auch sein, dass in der Position nicht passt. Mal kurz was Flaches nehmen, wo er definitiv wachsen kann. Da will ich hin. Zum Beispiel. Oh, nerv mich nicht. Oh. So. Wer denn? Da ist er. Ein paar Kanister. Nee, es sieht nicht so nach aus, als ob der Slimy Sapling sich für interessiert. Und nochmal, um sicher zu gehen. Bone Mille. Bone Mille? Bone Mille. Glaube ich, verschwende gerade Bone Mille, aber es passiert nichts. Aha. Nö. Ich hab's gehört. Der Jojo verschwendet Bone Mille. Ja. Bin stolz drauf. So, Wumsi, du meinst Enderium drüber gießen. Warum ist Enderium besser oder wäre Enderium besser als Batteriet? Grundsätzlich hätte er recht, aber es gibt 2 Ausnahmen. Ausnahme Nummer 1 ist, du hast ein Modpack, in dem kein Enderium vorliegt. Dieses hier zum Beispiel. Punkt Nummer 2, wenn der Modpack-Autor ein bisschen hinterher ist, dass seine Mods abgedatet werden, dürften die neueren Modpacks nicht mehr so gut sein wie bisher, denn der Autor von Extra Tick, Sean Glassmaker, hatte ein Update rausgebracht für Extra Tick, in dem er dafür gesorgt hat, dass Enderium, Lumium und... Was war das dritte noch? Boah, Olli, helf mir auf die Sprünge, was war das dritte? Enderium, Lumium und... Ja. Ja, ne? Genau. Wahrscheinlich das Signalum. Signalum, ja. Genau. Die drei sind ein bisschen abgewertet worden jetzt.
Die sind also in der Mitte so stark. Wenn die waren ja auch überhaupt nicht übertrieben stark. Nein. So, jetzt brauche ich bloß noch eigentlich den Olli. Und den Daniel dann. Und dann kriegen die nochmal 5 Herzchenkanister von mir. Und dann könnten sie sich glücklich schätzen. Ich bin gerade etwas weiter weg. Ja, ist okay. Ich hab's ja noch im Inventar. In die Kiste. Hab's. Ach, genau. Geschenkekiste, genau. Wofür ist die denn sonst da? Wächst dieser slimy Bla jetzt endlich mal. Oh, ich brauch doch. Brauch doch Leaves. Nimm lieber die normalen Federn. Hab ich zumindest so in Erinnerung, dass die normalen Federn gar nicht schlecht sind dafür. Die hatten irgendeinen Vorteil. Nein. Haben sie nicht gegenüber dem Slimy Fletching. Fletching. Der Slimy Fletching ist nämlich. Moment, welches ist das normale? Leaf, oder? Ja. Die haben eine Break Chance, okay, die haben eine Break Chance von 0. Haben aber weniger Accuracy. Okay, haben ich rede vom Feather Fletching. Ich glaube, ich habe Feather Fletching bei mir dran gehabt. Ja, es kann sein, dass es. Nee, hier, Slime Leaf Fletching, genau. Mhm. Die haben eine 94%ige. Mein, was weiß ich denn jetzt? Ah, das ist Slime. Slime Leaf hat 94% Accuracy und 2% Break Chance. Ah, du hast mir was gegeben, jetzt habe ich es genau. Auch gesehen. Das kannst du in dein Tinkers Construct Reiterkarte im Charakterüberblick reinwerfen und dann müsstest du 10 haben. Die Leaf wären nicht ganz verkehrt. Aber dazu brauchst du natürlich einen Slime Sibling. Nee, was? Ja, die Leaf Fetching, nicht die Slime Leaf. Oder, Moment, was war Jagged? Modifier 1.0? Das ist gar nicht. Gute Frage. Und irgendwo hatten wir einen Slime Leaf Sapling? Ja, ich habe die alle angepflanzt. Also, okay. Ich warte gerade drauf. Okay. Aber ich will jetzt wissen, was das Jagged Enchantment macht. Das steht mit Sicherheit im. The tool does more damage as it wears out. Also, je kaputter, desto mehr Schaden. Aber ich finde gerade trotzdem den normalen Leaf Fletching eigentlich nicht schlecht. Der hat nämlich Durability 2,5, hat eine geringere Accuracy, aber hat halt keine Break Chance. Wo hast du jetzt die Dinge angepflanzt? Am Berg, hier oben. Hier oben ist eine weitläufige Beschreibung. Da, wo ich gerade rumgehe und darauf warte, dass was wächst. Da ich auch dich im Moment nicht sehe, habe ich... Vom Haus Richtung Berg. Also nicht Berg Richtung Grünhaus, sondern andere Richtung. Okay. Ich mache jetzt ganz normale Leaf-Dinger. Sehe ich zwar immer noch nicht, aber... Ah, da oben sehe ich einen Slime-Leaf-Sapling. Da. Oh, der Fertilizer geht nicht. Schade. Aber ich mache jetzt Leaf-Fetchlings und Fletchings. Ein gutes. Okay. Natürlich auch eine Möglichkeit. So. Und das Ganze muss ich ja jetzt im der Toolforge richtig zusammenbauen. Mhm. Na, und zwar einmal der Tartaritbolt und das Fetching. So, was haben wir denn hier? Das ist ja scheiße. Das ist ja richtig scheiße. Der Herzkönig bei uns im Chat hat gerade einen schönen Kommentar losgelassen. Der Signal um Crossbow kann doch nichts. Frag mal die Hosenkorb. Mhm. Richtig. Genau. Wie viele Herzen hast denn du auf deinem Bolts? Auf meinen Bolts? Mhm. Ich habe also Attack. 5 Attack Damage. Mhm. Ich habe hier nur 1,5, also das ist scheiße. Siehst du mal. Hm. Dann nehmen wir den nicht. Das ist aber echt schade, dass man nicht beim Bolt schon sieht, wie gut der ist. Ja, der Bolt ist ziemlich dämlich zum Craften, ganz ehrlich gesagt. Okay, aber für die Armbrust, um den maximalen Schaden zu machen, ist es halt schwierig, da was Passendes zu finden. So. Also wie gesagt, meine bestehen aus Mithril und dann Adamantin drüber. War meine Kombination. Adamantin? Mhm. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht hatte. Aber ich hatte das mit verschiedenen Materialien im Singleplayer mal ausprobiert und dann auch im Multiplayer und
war für mich einfach das Interessanteste. Noch dazu war für mich halt einfach der Punkt, ich wollte, dass die meisten Sachen dieselben Repair-Materialien haben. Also bei mir hat zum Beispiel die Mattock und die Pickaxe beide Adamantinas Repair-Material, genauso wie die Bowls. Und bei mir hat alles Auto-Repair. Ja, das reicht aber unter Umständen halt bei einigen Sachen nicht. Ich habe nur zwei Sachen, die was anderes haben. Mein Schwert und meine Okay, außer Bratpfanne, meinen da habe ich Pickaxe. tatsächlich zwei Awakened Draconium Ingots verwendet. Was? Für die Bratpfanne? Ja. Dafür mache ich auch Ein 17 bisschen Attack sprachlos. Damage. Ja, ich mache auch meinem Schwert. Nee, okay. Gut, dann hilf mir doch bitte, Marc. Ich bin gerade verplant, dass ich mir deine Bolts nachbauen kann. Mithril Tool Rod. Schritt 1. Mithril. Liegt übrigens noch einer rum. Mith. Ja, aber der Daniel wollte ja auch noch eine und der Olli wollte auch noch eine und überhaupt und sowieso. Genau, da liegt ein Mithril Tool Rod und links davon liegen Mithril Ingots. Gut, dann machen wir hier. Ich tippe mal auf 5 Stück, weil ich Gute Nacht, glaube. Kratzwurst. Brauchen wir. Gut. Übrigens, Kratzwurst, wenn du noch da bist, ne, wir müssen mal demnächst mal quatschen. Ich habe nämlich was für dich. Oder beziehungsweise, ich habe einen Anschlag auf dich vor. Das liegt dann in der Geschenkekiste. Der Anschlag. Nein, nein. So. Moment, du hast gesagt, einer ist noch da. Ja, okay. Dann 2. Und Noch Kleeblatt? warten, bis es. Ja, es ist wichtig, eine hohe Durability zu haben, um viele Bolzen zu haben, aber es ist auch gleichzeitig wichtig, dass die Bolzen dann entsprechenden Schaden noch machen. Ja, wenn ich nämlich 3 schießen muss, um einen zu haben, dann hilft mir das nichts, wenn ich doppelt so viel habe. Und da, was wolltest du rein? Adamantit. Adamantin drüber gießen, ja. Gut, das heißt, ich brauche 4 Adamantin, 3 eigentlich nur. Ich weiß nicht, wie viel drüber gegossen wird, ob das ein Barren ist oder mehrere Barren. Also, Find mal ein raus. Barren für mehrere reicht so rum. Mal raus. So. Verdammt. Du dürftest jetzt Auch langsam mal ein Wort fertig zu sein. wenig hergestellt. Nein. Lalala. Na, hast du es jetzt langsam? Ach ja, und während der Jojo hier gerade hier noch sich um Bowls kümmert, nochmal ganz kurz zu Draconic Evolution, zu dem Resurrection. Resurrection heißt es, Entschuldigung, Resurrection. Wo haben wir denn Resurrection Stone? Der hier. Sieht billig aus, aber der Wyvern Core hier ist nicht ganz so billig. Braucht man schon wieder Nether Stars, davon 4 Stück. Ich weiß nicht, warum der andauernd Nether Stars verwendet, aber okay. Ich hätte gesagt, Weil das ist ja das Teuerste. Awakened Draconium ist meiner Ansicht nach seltener, aber okay. Ja, aber das brauchst du ja dafür. Nee, Awakened zum Glück Also, nicht. Aber um es zu bekommen, nee, brauchst du das. Ja, ja, das meine ich. Ja, okay. Also, das wäre, haha, du brauchst das, um das zu bekommen. Moment. Ja, genau. Und was ich aber persönlich schwieriger finde, sind die Mob Souls, aber da hatten wir schon mal vor einigen Folgen drüber gequatscht. Man braucht dieses Draconic Sword und man braucht die Verzauberung Reaper, dass man diese Souls überhaupt bekommt. Und das ist manchmal ein bisschen nervig, bis man an die entsprechenden Souls rankommt. Sehr praktisch war natürlich dann unser kleiner Ausflug ins End und die Aktivierung des Siegels, die dauerhafte Aktivierung. Da kam einiges dabei raus und vorher noch ein bisschen rumgeplönkelt und ja, da haben wir noch So, so einiges rausbekommen. mal den Vergleich jetzt angucken. Da kommt jetzt raus. Plus 5. Auch aber nur ein Herz. Ja. Attack ein Herz. Das andere Ding, was ich vorher hatte, hatte Attack 1,5 Herzen. Ist aber schwerer. Fliegt damit nicht so weit. Moment nochmal. Weight 6, 0,25. Accuracy 83, 0,4 irgendwas. Und das hat. Weight 5. 83, 0,47% Chance zu brechen. Ja. Aber hat halt ein 50% mehr Schaden. Weißt du was? Bau doch beide. Und dann kannst du es ja Jojo. mal draußen ausprobieren an unserem Dummy. Mach mal.
Du sollst deine Herzkanister doch mal in dein Inventar legen. Hab ich schon. Ah, okay. Oh, ich gehe mal hier lieber aus dem Weg, wenn Jojo gleich mit Pfeilen um sie schießt oder Bolzen. So. Das passiert bei Jojo nicht viel, das wird zum Hühnchen ein gutes. Okay. Ich lege jetzt erstmal den Tartarit weg, damit er nicht außersehen den nützt. Okay. Wo ist denn unser Hühnchen? Hier. Da hinten. Okay. Also, ein Schuss. Nee, ich muss erstmal nochmal schießen, weil das war der alte. 51,78. Okay. Ich könnte, das hat natürlich jetzt nicht gedrückt gehalten, aber. Nee, ist ja gut. Wie auch immer. Uns reicht ja mal der einen Schuss. 51,7. So. 61. 61. Das ist, also es sind 61 Schaden statt 51. Das heißt 10 Schaden mehr. Mhm. Ja. Das sind 10 Schaden mehr. Das sind nur noch Anführungszeichen 20%. Rechne ich gerade richtig? 50, 10 sind ein Fünftel, sind 20% mehr Schaden. Ist natürlich die Frage, ob es das wert ist, aber ich finde fast ja. Also, ich weiß es nicht. Musst du wissen. Wenn du meinst, die sind gut, dann nimm sie. Ansonsten nimm die anderen. Also, ich meine, es sind auch 1000 Stück mehr. 1000? Ja, die einen habe ich 337, die anderen habe ich 1328. Okay. Das ist natürlich auch eine Grundlage. Und Accuracy ist gleich. Und Break Chance ist auch gleich. Das heißt, das Gewicht ist ein bisschen schwerer. Mhm. Okay, ja. Damit fehlt aber dir ein bisschen Reichweite, aber ansonsten. Oh. Ja. Also ich glaube, ich bleib bei meinen 61ern. Ja. Daniel, welche hättest du denn gerne? Wenn du mir so einen Moment kurz, also stärker und kürzere Reichweite oder wie war das? Genau. Oder schwächere und höhere Reichweite. Und Olli, für dich gilt es natürlich auch. Welche hättest du denn gerne? Wie groß ist die Unterschied? Ist der Unterschied von der Reichweite? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber ich habe gerade von hier noch die. Ja, ich schieß von hier von der Tür noch auf die auf das Target Dummy. Lass mich mal rausruckeln. Also von hier schieße ich aufs Target Dummy und treffe. Ja, kannst gerne nochmal demonstrieren. Mhm. Ja, dann mehr Schaden. Olli? Du auch? Olli, du hast dich gemutet, falls du was sagst. Ups, sorry. Mach einfach. Mach einfach. Du kannst ihm natürlich die du schon gebaut hast, einfach in die Hand drücken und sagen, nimm. Ja, die könnte ich denen in die Hand drücken, die nicht da sind. Also, da liegt noch einiges in der Kiste rum. Daniel, hattest du eigentlich schon die Herzkanister genommen? Ja. Dann mache ich jetzt noch zwei Stück für euch. Und leg die Toolrods hier wieder rein, die sind eh schon drin, passt. Gut. Und ich mache mal Folgendes, ich folge mal der Beschilderung und bewege mich schon mal ins End, weil ich glaube, ihr braucht nicht mehr lange, oder? Nee. Gut, weil dann bin ich eigentlich passend angezogen? Jo, eigentlich schon. Was wollt ihr jetzt machen? Normalen Enderdrachen oder den Krankentypen? Normalen Enderdrachen nochmal. Wobei der ein bisschen stärker sein soll, aber etwas besseren normalen. Mhm. So. Okay. Irgendwo war hier doch ein Pfeil, den der Daniel hingesetzt hat. Was? Ich habe einen Pfeil hingesetzt. Achso, ja, ich habe einen Pfeil, stimmt. Ah, gut. Oben auf dem Dach. Ich habe jetzt noch kein Auto-Repair und nichts anderes drauf. Das wird schon irgendwie passen. Da er nur etwas stärker sein soll. Ja, kriegen wir ihn wahrscheinlich auch in Schüssen weg. Ich meine, wir haben ja eh schon mal die bessere Rüstung. So, einmal Daniel. Hier dann, Data ich esse gerade. Wow. Apropos Essen. Ah, Jojo, das sind leider 7 zu wenig. Tut mir sehr leid. Das sind nur 1332. Also sind es 5 zu wenig. Was habe ich gesagt? 7. Oh, ich meinte 5. Wo war Essen, hast du gesagt? Ah, in der Essenskiste. Oder? In der Essenskiste, ja, genau. Fancy. Oh, Hilfe, ich habe Angst. Das sind Zombies. Ja, schieß drauf. So, und das Ganze packe ich jetzt mal in meine
Ding, wo ich schnell rankomme. Gut. Du auch. Ich sollte noch was essen. Natürlich. Komm her. Ich krieg's auch ein. Oh, du auch. Na, von mir aus. Du bist wo? Ich bin auf dem Weg zum End. Deswegen. Ich erinnere mich dran, wo war das End? Ah, das oben hatte der Daniel. Mit den Pfeilen. Der Daniel hatte es ja mal gefunden gehabt. Mhm. Richtig, wir müssen nur diesen unauffälligen Pfeilen folgen. Ich erinnere mich wieder. Es ist Nacht, oder? Die leuchten so schön. Mhm. So, komm vorbei. Hi. Hi. Wie sieht's mit euch aus? Kann ich euch auch schon mal hierher porten? Mich könntest du porten, ja. So. Ich habe jetzt nichts dabei, bis auf den Bow im Prinzip. Ja, ist okay. Spot, was nicht so schlimm wäre. Genau. Olli? Ja? Porten oder nicht porten? Das Port ist jetzt nicht Port. Ich wollte nochmal eine Rüstung anziehen. Also, Rüstung anziehen ist eine gute Idee. Bei einer Azetekenrüstung? Ja, ohne Azetekenrüstung kannst du im Moment nicht viel anfangen. Nein. Ja, wir warten. Okay. Zoom muss erstmal. Jetzt. Okay. Du kriegst auch noch Pfeile. Wäre hilfreich, sonst habe ich nichts zum Schießen. Gut. Dann bist du jetzt. Sobald du da bist. So, und wo war das nochmal mit dem End? Irgendwo. Nein, da nicht. Wo war unser Portal? Ich hoffe, jetzt hat sie der Olli gekriegt und nicht der Daniel, der da verplant hingerannt ist. Nein, da war es nicht. Ich gehe zumindest runter. War es da vielleicht? Das sieht groß aus. Da drüben ist es. Ja, da ist es. Da ist es. Treppen runter erst, oder? Ja, Treppen runter. Dann kommt ihr in so einen runden Raum, bei dem eine Ecke fehlt und genau gegenüber. Ihr seid unter mir. So, jetzt weiß ich noch nicht. Ah, da. Okay. Aha. Ich wusste nur noch diese komische Bibliothek. So, ich bin irgendwie richtig, aber... Aber wo ist irgendwo? So, erstmal hier sanft beiseite gehen. Dann einmal... Ah, rüber. Das ist immer so komisch, wenn es von unten nach oben kommt. Genau. So, und jetzt mache ich hier gleich mal ein Shift, rechte Maustaste. So, diesmal halte ich mich fern von irgendwelchen Obsidianblöcken. The End. Guter Punkt. Commit. Sehr guter Punkt. So. Wir sind ja lernfähig. Genau, ab und zu schon mal, ne? Teilweise. So, und irgendwo hier hatte ich doch schon mal was. Ihr müsst mal suchen, wo das Ding ist. Ich habe keine Ahnung, nämlich. Was denn? Das Ritual. Das Ding, was wir schon mal aufgebaut haben? Oder nein. Was? Nein, das kann ist... Kann ich hänge in der Cloud fest. Mehrere das, Säulen? Das, was daneben war, zwischen dem, was wir aufgebaut hatten. Ich glaube, es war Richtung Norden. Aber da wir ja fliegen können... Minus 90 und 40. Minus 90, ist es im Norden 40. Oder wo ist es gewesen? Im Westen. Im Westen. Minus 90 und 40 halt. So rum. Ach, da hinten steht's. Ja, ja, ich sehe. Ich glaube, ich sehe es. Ja. Hallo. So. Dann sollten wir hier vielleicht mal. Wir können mal hier. Nein, den Bögen können wir nicht testen, weil die ja wegfliegen. Aber sehr gut, dass Schwerte. Ich ein Schwert mitgenommen habe. Ich könnte dir mit einem Schwert aushelfen, Daniel. Das wäre vielleicht hilfreich in dem Fall, ja. Das habe ich irgendwie nicht bedacht. So, warte. Nein, ich kann dir nicht mit dem Schwert aushelfen. Ich habe das andere nämlich zum Glück abgelegt. Das war nämlich das teure. Na dann. Okay. Ja, dann muss halt Jojo. Genau, Jojo geht in Nahkampf und... Der Master of the Sword. Er geht in Nahkampf und wir schießen ihn ab. Genau, gute Idee. So, da drin bin ich gut. Das Gute ist, wahrscheinlich würde ich das ja gerade sogar aushalten. Okay. Und wisst ihr, was ganz praktisch ist? Für die YouTube-Folgen ist es jetzt ein Cut. Und für alle YouTuber, wir machen erst beim nächsten Mal weiter. Genau. Aha. Jetzt muss ich nur da denken, da zu schneiden. Toll. Ja. Kommentiert, wenn der Jojo's fällt. Genau. Ja, also falls die Folge gerade noch weitergeht,
Moment, ist der Cut jetzt schon gewesen? Also, wie auch immer. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt ist Cut. Wir sagen jetzt Tschüss. Und hallo an der neuen Folge. So, wer möchte in der Mitte mal kurz das Ding drücken? Ich. Gut, also das Was komische... Muss ich machen? Einfach rechtsklicken? Ja, mit einer leeren Hand hätte ich getippt. Ja, ich bin gerade dabei. Hier, ich habe hier einen Resurrection Stone. Genau, und den? Der sieht sehr gefährlich aus. Ich mache mir hier einen Rechtsklick. Und jetzt auf die Seite gehen. Ja, ich habe gelesen, dass, wenn man da drin ist, man ordentlich stirbt. Geile Partikeleffekte. Und noch mehr Partikeleffekte. Da können wir mal rumgucken. Wir sehen hier, die Feuer haben sich wieder entzündet. Mhm, toll. Ja, wir müssen jetzt wieder das volle Programm abhandeln. What the? So, das ganze Ritual-Ensemble, das da drum rumsteht, wird jetzt nach und nach abgebaut. Die Energie aus den geladenen Draconic-Blöcken wird entzogen. Eine Wolke aus dunkler Materie und Energie baut sich auf. Kann man die Dinge eigentlich schon abschießen? So. Ja, irgendwie nicht. Das ist laut. Ziemlich laut. Böses Grummeln. Grüne Partikeleffekte gehen nach oben. Und wenn ihr nach oben schaut, seht ihr da oben eine grüne Wolke. Geil. Das ist immer noch sehr laut. Und der Enderdrachen ist da. Juhu. Yay. Und der hängt in der Wolke fest, oder? Nein, okay. Oh, der regeneriert sehr flink. Also, wer für die Dinge. So, das heißt, wir können wieder mal unser Standardprogramm abspulen. Einen Rundflug und sämtliche Kerzen auspusten. Und danach pustet man dem Enderdrachen die Kerzen aus. Sind die Kerzen irgendwie geschützt? Nein, hier nicht. Ach, wir sind nur beim Chaosdrachen. Ich hab grad die Leben gesehen von dem Viech. Wie viel? 200? Nee, er ist halb tot. Nee, ich hab schon gesehen. Soll Wo ich? Bist du denn? Da. Tot. Er ist tot. Das war knapp. Oh nein. Was steht da? Der Heart, das ist mal wieder im Weg von meiner Rüstung. Das Herz ist erwacht und zieht jetzt die Energie schon an. Verdammte Scheiße. Und ich habe natürlich nichts dabei. Was brauchen wir? Moment. Draconium, was? Wir haben ja. Wir können ja zugreifen. Du kannst zugreifen, ja? Wir brauchen Cores. Welche Cores? Draconic Core. Draconic Cores oder Wyvern Cores? Ich habe das Buch nicht dabei. Das ist mal ein Problem. Nee, aber wir haben keine geladenen Blöcke. Vergiss es. Bringt nichts. Die Blöcke sind nicht so schnell geladen. Hm. Wobei, gut, dann wissen wir das jetzt auch. Wir wissen, dass das nicht so kompliziert ist. Kannst du es abbauen oder so? Nein, glaube ich nicht. Doch, ich konnte es abbauen. Hoffentlich explodiert sie nicht in meiner Hand. Ich gehe mal kurz einen Schritt von dir weg. Explodiert in der Hand und schmilzt nicht im Mund, oder wie? Ja, genau. Sind wir bei der Bundeswehr hier, oder wie? Was ist denn hier alles eigentlich runtergefallen von dem guten Herrn da? Ja, ich sammle jetzt gerade mal ein. Oh, ich habe gerade hinter dir ein paar Freunde. Lass mich kurz. Gelbes Miniaturherz, Draconium Dust, die Vico Essenz, noch ein Miniaturherz. Na komm. Die stacken ja, genau. Ja. Und ein bisschen XP. Ein neues Ei hat er nicht gedroppt, ne? Nee, ne? Das würde mich jetzt auch stark verwundern. Ja, dann müsste ja ein neuer Ausgang irgendwo gespawnt sein. Ja, das würde ja keinen Sinn machen. Schauen wir mal kurz bei mir im Inventar. Nee, also ich habe nur Yellow Heart Kanister, genau. Ich habe, glaube ich, gar nichts. Gut, und das Dragon Heart. Gut, dann können wir noch ein bisschen Awakened Draconium machen. Das ist ja mal wieder sehr gut. Sehr gut. Du hast nicht zufällig das Ganze nochmal da, dass wir nochmal spawnen? Nein, natürlich nicht. Weil das war nämlich ein bisschen Aufwand, das Zeugs alles zu beschaffen. Mhm. Vor allem die Mob-Soul-Essenzen da. War nicht ganz so einfach, aber wir haben jetzt einiges da, das können wir also noch ein paar Mal machen. Irgendwann haben wir dann alle unsere Awakened Draconium-Rüstung. Die können wir dann noch hochpimpen und dann können wir uns vielleicht nochmal so einen Chaotic Dragon stellen. Eventuell. Das wird lustig. Hm.
Mhm.